Willkommen zurück zu den FIFA 13 HSV Prognosen, die ja bisher auch das einzig FIFA Fußballtechnische auf meinem Tanuki Gamer Channel auf YouTube bleiben werden. Die Trick Tutorials wurden, na, ich sag jetzt nicht, die wurden abgebrochen, die existierten einfach eiskalt nicht. Sagen wir so, nein, ich habe letztens einen Post geschrieben, keine Ahnung, das war einfach alles viel zu plötzlich, wie ich das mit den Trick-Tutorials... Oh, das sieht doch ganz schick aus, das Auswärtstrikot hier. Ich wollte sagen, ich will nicht bei Regen spielen. Ich wollte nochmal sagen, dass... keine Ahnung, das war einfach alles so plötzlich entschieden mit den Trick-Tutorials, auch so plötzlich aufgenommen. Ich wollte noch eine Musik reinschneiden, habe ich vergessen. Ich stelle mich irgendwie generell, habe mich total dumm angestellt bei dem Video. Und alles recht unprofessionell über die Bühne gelaufen, sage ich mal. Und selber so viele Tricks habe ich nicht drauf, die wesentlichen und manche, die auch gar nicht so schlecht sind. Aber naja, es ist schon ziemlich spät. Letztes Mal sind ja die Prognosen ausgefallen, jetzt müssen sie wieder kommen. Diesmal gegen SPVG Greuther Fürth. Das sind mal viele Silben. Aber ein Verein mit, denke ich mal, auf jeden Fall... ein Verein, der auf jeden Fall schlagbar ist. Dieses Spiel werde ich mir auch im Real Life angucken, jetzt am Samstag direkt. Das wird ja auch direkt eigentlich am Samstag hochgeladen. Letztes Mal fiel die FIFA 13 Prognosen aus, aufgrund von privaten Gründen. Nein, aufgrund... Oh, eines mega geilen Tores, was ich jahrelang geübt habe. Und wie der da gerade durch die Ecke fahren will. Komm, das war nicht schlecht. Wunderschöne Rhythmus. Gepasst und Van der Vaart, ihr wisst, der hat eine geile Schusstechnik. Nein, FIFA 13 HSV-Prognosen sind ausgefallen, falls ihr die überhaupt verfolgt. Ich weiß gar nicht, weil ich kriege da selten Rückmeldung. Ich will jetzt nicht so einen auf Kommentar geil machen oder was. Nein, aber einfach. Ich hätte gern so ein bisschen mehr Rückmeldung, so von wegen, weil. Keine Ahnung, also wenn ich keine Rückmeldung kriege, die Klicks vielleicht stimmen, dann denke ich, ja, dann geht die oft auf meinen Channel und habe den automatischen, die automatische Video-Wiedergabe, aber... Nein, ich will euch auch nicht zwingen, hier was zu schreiben, aber halt einfach, sagt einfach nur, ich guck's regelmäßig, seid auch bitte ehrlich. Ist kein Ding, wenn ihr es nicht guckt, also mir macht Spaß, ich würde es auf jeden Fall weitermachen. Immer so auch über sinnlose Dinge zu reden. Aber letztes Mal ist es einfach aus zeitlichen Gründen ausgefallen, die ich hier in diesem Raum, Zeitraum, Zeitpunkt, Situation nicht nennen werde. Nein, ich mache nicht nochmal so ein gleiches Tor, das wäre billig. Wie wäre es mit dem Kopfball? Hesel ist mir übrigens als Torwart hier gar nicht bekannt. Ich muss sagen, ich war früher als Kind der totale Torwart-Freak, kann man fast schon sagen. Also auch jetzt im Verein werde ich noch oft ein Tor eingesetzt, da bin ich gar nicht so schlecht. Um mal nicht so anzugeben. nein, und da habe ich tatsächlich jede Saison, ich weiß nicht, ob Gobbel das bestätigen kann, ich glaube, er hat es nicht so mitbekommen, aber ich habe es immer ganz viel gesagt, ich habe jede Saison, bin sofort, als es rauskam, zum Kiosk gegangen, habe mir... das Kicker Sonderheft zur neuen Saison, Bundesliga-Saison gekauft. Mache ich ab und zu jetzt auch nochmal, weil es halt recht informativ ist und auch zu allen drei Ligen die Mannschaftsfotos besitzt. Das war jetzt unnötiges Getrickse hier, das ihr im Schatten gar nicht gesehen habt. Und auf jeden Fall habe ich da immer die Torhüter auswendig gelernt, aus allen drei Ligen. Das ist kein Witz, das war, hat irgendwie aber auch Spaß gemacht. Und ich hatte es dann echt drauf. Und viele haben mir dann gesagt, boah, geh zu Wetten, das, auch wenn es wieder komplett unnötig ist. Ich meine, bei Wetten, das gab es auch schon Typen, die irgendwie an einem Geräusch, wie ein Behälter aufgemacht wird, erkannt haben, an welcher Marke es ist. Nein, aber sowas in der Art auf jeden Fall. Und auf Wetten, das zu sprechen zu kommen, seit jetzt Markus Lanz da ist, gucke ich es nicht mehr eigentlich.
Es ist mir irgendwie alles viel zu... Kommt mir alles viel zu gespielt irgendwie sogar. Wie er den Mannschaftskameraden an der Außenlinie sieht. Mach doch gleich nochmal einen Hattrick! Ja, Van der Vaart hat ja einen Hattrick gemacht. Das ist noch nicht ein Hattrick, aber ein Dreierpack, so kann man es nennen. Und wenn den Elfmeter Van der Vaart denn auch schießen darf, ja, Baba. Boah, die gesehen, die Schweißtropfen da hinten? Sah echt realistisch aus. Ja, Van der Vaart darf den Elfmeter treten. Van der Vaart wird ihn dann bitte auch reinmachen. Zu verarscht. Nein, irgendwie war das gerade gespackt. Ja, Van der Vaart war schon vor 2 Wochen gegen Gladbach voll in Fahrt. Im Real Life haben sie ja, glaube ich, auch gewonnen. Weiß jetzt nicht, wie Van der Vaart da am Start ist. Und der hat auch schon letztes Mal ein Elfmeter-Tor gemacht. So, habt ihr auch so krass nervige Eltern wie meine? Boah, also haben wir jetzt mal wieder die halbe Aufnahme hier unterbrochen, ey. Boah, nee, ernsthaft, meine Eltern, ey, so oft nerven die einfach in den Aufnahmen. Ich sag nicht so, ja, ich nehme jetzt auf und die kommen einfach, ja, jetzt hör mal auf. Naja. Was war denn das für ein behinderter Schuss, wenn ich da nach vorne... Nee, aber, boah, ich sag denen, es dauert nicht mehr lange. Die kommen dann erstmal mit, ja, nee, wenn du jetzt nicht aufhörst, wenn du jetzt noch weitermachst, darfst du morgen nicht. Ja, toll, dann kann ich es morgen nicht hochladen. Das ist einfach manchmal echt witzlos, was die da... Na, okay, ich hätte es mir besser einteilen können. Ja, meine Eltern denken sich so manchmal, also ich bin pubertierend, ich bin manchmal wahrscheinlich auch schon ein bisschen grober. Meine Eltern denken sich wirklich manchmal so, einfach, dass sie dagegen anstellen sollen, indem sie ungefähr so genauso sind oder einfach, boah, das ist einfach furchtbar, vielleicht kennt ihr es. War das nicht abseits? Ich dachte schon, ich bekomme den noch, was wäre das für so ein Kack-Torwart da, Hesel gewesen. Naja, weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Eigentlich teilweise so weit spielen. Ich hatte ja keinen Bock, das Spiel jetzt abzubrechen, weil voll das geile Tor und so. Und das macht er richtig, so, jetzt aufs Gelbrett, Gelbrett! Schade. Und dann mache ich jetzt weiter, schau, wie ich das regel. Wo würde ich das jetzt nach dem Spiel, nach dem Real-Life-Spiel auch halt nach, aufnehmen, zu dem ich ja auch gehe. Dann würde ich ja das immer mehr verspäten. Also ich habe es früher immer erst bis Freitagnachmittag, glaube ich, gemacht, die erste Prognose, oder Freitagabend. Dann war es wieder Freitagabend, dann war es jedoch Samstagmorgen. Dann habe ich es komplett ausfallen lassen. Und jetzt auch noch später. Das gehört sich eigentlich nicht. Boah, wer war das da? Liebmeier, du bist doch so langer. Nee, ich weiß jetzt nicht, wie ich das regel. Ist irgendwie auch scheiße. Lässt sich bei der Ballannahme. Dankeschön. So, Skelbrett, zeig deine Skills. Boah. Ja, da kann sich der Torhüter bei ihm bedanken, dass dieser Ball naja durchkam. Ich wollte auch mal wieder mit Mr. DJ Klee aufnehmen. Aber Problem ist, der hat ja seinen Computer. Ja, der zieht hier richtig durch. Problem ist, der hat seinen Computer im Wohnzimmer, deshalb sind wir ganz oft eine Family Party, wäre das nett am Start. Und, der kommt genau an. Und da lohnt es sich halt nicht so. Oder es ist einfach extrem ungünstig dann dabei zu Let's Playen oder hier mit jemandem sich über Skype zu unterhalten. Einmal hätten wir es fast hinbekommen. Schade. Aber da hat er, glaube ich, was im Hochladen oder Rennen. Na, auf jeden Fall wegen Rückmeldung FIFA 13 HSV-Prognosen. Will mal ganz nett in die Kommis schreiben, ob ihr es wirklich schaut. Und ich weiß jetzt nicht, ob es auch so viele Fußballbegeisterte hier gibt. Ja, aber es wird diskutiert über diesen Elfmeter. Und ja, schreibt's mal rein. Ich werde es aber nicht abbrechen, mir macht es einfach Spaß und ich glaube, wenn man ein bisschen erfolgreicher auf YouTube ist, dann geht man mehr auf Klicks.
ich gehe auf jeden Fall noch auf Spaß. Und das ist auch so ein Thema, was ich mir ansprechen kann, was mich auch immer wieder aufs Neue aufregt. Vielleicht geht es euch genauso. Ich finde einfach, es gibt heutzutage viel zu viele YouTuber, die zocken, setzen sich einfach an den PC. Das sind eigentlich irgendwelche pubertierenden Teenager, die eigentlich total still sind, eigentlich voll, naja, eigentlich, voll unwitzig sind. Keine Ahnung, aber ich will nur eins sagen, ich schließe die mit Gobble aus. Nein, weil ich würde sagen, die sich einfach am PC setzen, Minecraft zocken, Mod-Reviews machen und dann irgendwie viele Klicks bekommen. Nur weil sie Minecraft zocken und viele das... Was war das denn, Jansen? Und viele das einfach geil finden und sich davor halt noch gar nicht selber kaufen und deshalb von diesen Videos total fasziniert sind. Gobble ausgeschlossen. Nein, aber... Es gibt ja auch gute Minecraft-Let's Player, sag ich mal. Und naja, dann kriegen die viele Klicks. Und ich muss einfach sagen, es gibt, ja, es gibt auch gute Minecraft-Let's Player, weil ich kenne einfach viel, es gibt viel zu viele, die ich einfach kenne, Minecraft-Let's Player. Oh, was machst du denn? Spiel gammelig für aber 2-0 und mein Gegner ist auch nicht gerade ungammeliger Kiesen, sag ich mal. Und naja, weil ich kenne viel zu viele, die schauen sich einfach alle möglichen Mods ab, zeigen die dann und sind eigentlich komplett unwitzig und kriegen einfach viele Klicks. Ich finde, es kommt und auch die einfach, keine Ahnung, bieten geile Quali, 6 Videos am Tag, geile Thumbnails, die sie noch nicht mal selber erstellen. Full HD, mega krasses Mikro und so. Und dann, aber halt so vom Kommentieren hier sind sie einfach so scheiße. Ich habe da jetzt ein Beispiel im Kopf. Auch ziemlich berühmt, über 100.000 Abonnenten. Ich glaube, Gobble weiß, wovon ich spreche, aber ich bitte ihn, dies nicht zu erwähnen. Weil mich das einfach an diesem Beispiel irgendwie einfach so aufregt. Der macht das, was der nachmacht, das ist einfach von so vielen Berühmteren, das ist einfach so offensichtlich. Trotzdem hat er Erfolg. Ich finde, er ist einfach so langweilig und so unwitzig. Macht jeden was mit Hunger Games und die allen möglichen Maps nach und das geht mir einfach so auf die Schnauze. Und das Einzige, wo man ihn ab und zu witzig findet, wo man unwitzigen Witz reißt, wo er sowieso dann erstmal zwei Sessions lang so ein Insiders wie Jaws wissen, wer der Babo ist und dann... Ja, Adlerauge, Adler. Und boah, das geht mir einfach so auf die Nerven. Und die haben, wären dann mega erfolgreich, weil sie Minecraft spielen, weil sie vielleicht einer der ersten waren, die dann Minecraft spielen. Und dann gibt's welche, da habe ich auch einige Beispiele, die haben es einfach drauf, die bringen immer nice Sprüche und das ohne auch nur einmal so ein Together-Let's Play oder so zu haben, zu machen. Und machen auch niemandem was nach, wirklich. Und haben dann nur irgendwie nicht mal die Hälfte von Abonnenten. Sind aber von dem eigentlich, um was es geht, das hat man ja fast vergessen, es ist immer noch, ich finde, ein Let's Play, da ist das Besondere, dass man beim Game kommentiert und das sollte ja witzig sein und da sollte man nicht einfach auf ein Game ausgehen und es kommt nur darauf an, eine mega geile Quali zu haben, okay, HD ist gut, das sollte man vielleicht schon ausnutzen, erst recht, wenn man professioneller ist, aber so Thumbnails und so, das finde ich einfach irgendwie kacke oder so Intro. Das muss einfach nicht sein, also... Naja, sowas regt mich auf, aber sowas kann, dagegen kann man halt nicht machen. Und es gibt einfach viel zu viele Minecraft-Let's Player und halt... Es gibt welche, die haben halt was Besonderes, die machen keinem was nach. Da habe ich auch Beispiele. Und diese, sind eigentlich auch relativ erfolgreich. Aber es gibt halt so viele, die sich immer gegenseitig was nachmachen. Vom Team nichts drauf haben, aber einfach Minecraft spielen, da findet man das geil. Machen? Ich spiele auch Minecraft, so ist es nicht. Aber ich sehe mich nicht als schlechter Kommentierer. Ich bin stattdessen ein arroganter, aufmuckender Teenager. Hat er gerade gesagt, mein lieber Mann noch im Schuss? Mein lieber Mann, was ist das für ein Tor? Oder was noch im Schuss?
Oh, Ugo, bam. Naja, sowas regt mich auf. Und ist einfach kacke, die haben es einfach nicht verdient und die einfach witzig sind, haben es einfach mehr verdient. Gronkh muss ich, dazu kann ich mich äußern. Gronkh finde ich, der hat's drauf, das ist ein Entertainer und wenn du sowas kannst, dann hast du auch es verdient, berühmt in der Let's Player-Branche zu sein, auf jeden Fall. Skillbred! Boom, aus dem Winkel gar nicht so schlecht. Eigentlich voll abseits. 4-0 gegen Fürth, so kann es auch im Real Life aussehen. Und auf jeden Fall Gronkh. Gronkh, finde ich, ist wirklich geil. Also es gibt viele Gronkh-Hater, die sagen, Gronkh scheiße, nur geldgeil. Der ist nicht geldgeil, der hat's verdient, Leute. Gronkh macht niemandem was nach. Gronkh hat fast schon mit Minecraft angefangen, als noch gar nicht berühmt war. Gronkh spielt Games, die überhaupt nicht berühmt sind davor und die davor erfolgreicher werden. Er ist sozusagen der Trendsetter. Er macht niemandem was nach. Der Typ ist witzig, hat's drauf. Ist auch von der Professionalität natürlich. Er hat sehr gute Quali und all sowas. Er fängt mit den meisten an. Herrentor 87. Minute und wie dieses Feiern. Diese Fürther Lappen. Und er macht kein was nach, ist witzig, also die Million hat er sich verdient, muss ich sagen. Aber es gibt halt auch so viele, die immer erfolgreich sind und auch laut Gerüchten auch manchmal gar keinen Bock haben aufs Let's Playen und das ist natürlich, sowas gehört sich einfach nicht. Das hat auf YouTube nicht zu suchen. Aber wie auch Gobble gleich mal betont hat, ist einfach das Geld, was Leute ruiniert sein. So, dann haben wir jetzt ordentlich gequatscht. Eigentlich gefallen. Aber Themen hier so anzusprechen, relativ interessant. Eigentlich auch, das ist alles spontan hier, muss man auch sagen. Gefällt mir. Und nee, aber ich hoffe, die meisten Abonnenten haben dieses Video auch ganz geguckt und somit diese Themen auch verfolgt. Schreibt einfach in Kommentare, ein glorreicher 4:1-Sieg. Ich bin morgen im Stadion, vielleicht sehen wir uns ja. Erkennt mich an der Stimme. Absolut, das ist keine Frage, das war extrem. Und naja, die nächste FIFA 13 Prognose. Jetzt sind ja auch wieder Ferien, feiere ich total, indem ich bis in die Nacht am PC sitze. Und naja, auf jeden Fall in den Ferien ist es eigentlich so, ich fahre jetzt nicht Ski, ich bin einmal kurz nach Norwegen mit dem Boot für 2-3 Tage oder so, also die nächste HSV-Prognose, FIFA 13-Prognose sollte drin sein. Das ist immer die gleiche Annehmung, die mit Dickmeier in den Schiedsrichter in die Hände reicht. Und sollte hin. Und danach bin ich bei meinen Großeltern. Es wird viel im Voraus hochgeladen. Ich habe ein neues Parcours, mein allererstes Parcours Minecraft Map Let's Play am Start. Super und Deluxe neigt sich dem Ende zu. Und naja, aber mit dem FIFA 13 HSV-Prognosen, da ist es noch nicht zu Ende. Die gehen noch so gut es geht, die ganze Saison lang. Bis irgendwie Highlight-Spiel HSV gegen Bayern oder sowas. Und ab und zu fallen sie dann halt mal aus. Ich werde es, glaube ich, für die zweite Ferienwoche jetzt nicht unbedingt im Voraus hochladen, muss ich sagen. Hier diese FIFA 13 Prognose, da kommt halt mein neues Minecraft Parkour Map Let's Play und vielleicht auch das nächste Mario Preview auch mal wieder seit Dezember bei Paper Mario Stickers. Diesmal zu Luigi's Mansion 2 alias Luigi's Mansion Dark Moon. Also, bis dann, Freunde. 9,5 Thunderfart, das sieht gut aus. Dieses prall gefüllte Stadion, so soll es doch morgen auch sein. So wird es auch gut aussehen. Oder heute besser gesagt, wenn ich es hochlade. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Die es halt schauen, auch in die Kommis schreiben. Würde mich freuen. Bis dann. Ciao.